Hallo Leute, ich zeige euch heute meine neue Wohnung und zwar bewusst genau zu diesem Zeitpunkt, denn die Wohnung sieht aus wie eine einzige Ruine. Also hier wird alles komplett neu gemacht, jede Wand, jeder Boden, jede Tür, die Fenster werden neu gemacht, also wirklich alles. Die Küche kommt jetzt bald Mitte Februar und ja, ich möchte einfach, dass dieser Überraschungseffekt nachher noch stärker ist, wenn die Wohnung komplett fertig ist und ich euch sie dann eigentlich zeigen kann. Es sind insgesamt 94 Quadratmeter und ich werde alleine einziehen. Also mein Freund studiert momentan noch und hat dort eine Wohnung und zwei Wohnungen zu haben ist wirklich deutlich übertrieben. Aber er wird quasi bei mir wohnen, sage ich mal. Ich würde mal sagen, ich lege jetzt einfach mal los. Erschreckt euch nicht! So, meine lieben Leute, man kommt rein, man sieht das. Ihr werdet so geschockt sein und denken, oh mein Gott, was hat die da gemacht? Nein, alles gut. Also das hier ist der Flur und hier werde ich schön eine Kommode hinstellen und einen Schuhschrank vielleicht. Hier nach unten geht es in den Keller, da habe ich auch einen großen Keller, den will ich euch aber nicht zeigen, weil der ist echt gruselig und echt nicht so schön. Hier haben wir schon ein paar Sachen hingebracht. Ja, dann hier ein Schuhschrank, der hatte vorher diese wundervolle Farbe hier. Das wird alles weiß gestrichen, genauso wie die Türen. Also die haben wir schon abgeschliffen und so und das wird halt alles weiß gemacht. Und wenn man dann hier so geradeaus geht, kommt man direkt in die Küche. Die ist sehr klein, aber wir haben uns so eine schöne Küche ausgesucht. Das ist, wird total schön. Und direkt hier um die Ecke ist schon mal so ein kleiner Spalt. Da wird auch ein Schrank reinkommen, weil dadurch, dass wir eh wenig Platz haben, werden wir natürlich alles ausnutzen. Und hier seht ihr schon die ganzen Schutt. Und zwar wird die Küche ab hier starten, hier einmal rumgehen und bis nach hier gehen. Ja, also hier könnt ihr auf jeden Fall auch mal mega gespannt sein. Momentan haben wir hier auch kein Licht, also nicht mal eine Steckdose oder ein Lichtschalter, das wird alles noch gemacht. Ja, hier ist dann halt die Wohnungstür, wo man reinkommt. So, von der Türe aus rechts geht es ins wunderschöne Wohnzimmer. Sehr, sehr groß. Und zwar geht es hier auch noch raus in den Garten. Und dort habe ich eine Terrasse. Hier steht ein alter Kühlschrank vom Vormieter, auch super. Ist ein bisschen blöd, ich wollte euch das eigentlich noch aufräumen, aber die ganzen Sachen werden noch abgeholt. Deswegen kann ich das leider nicht so richtig gut zeigen, aber ich versuche es mal. Also wenn man hier reinkommt, ist es wirklich ein sehr, sehr großer Raum. Und ich stelle mich mal genau in die andere Ecke. Sehr schwierig, es euch zu zeigen, aber wie gesagt, dieser Überraschungsmoment soll auf jeden Fall da sein. Ich werde hier einen Tisch hinstellen und hier wird die Couch sein, ein Couchtisch und so weiter. Und auf die andere Seite, also hier wurden schon alle Leitungen verlegt und hier möchte ich dann mein Sideboard haben mit einem großen Fernseher und die Decken sind auch relativ hoch. Also die Lampe dort, die schöne, wird natürlich auch abgehangen. Ja, also es sieht wirklich super chaotisch aus. So, und wenn man dann vom Wohnzimmer hier wieder in den Flur zurückkommt, geht hier eine Treppe hoch. Und diese Treppe wird auch weiß gestrichen und hier kommen so schöne graue Matten drauf. So habe ich mir das gedacht. So, und dann kommt man hier hoch und hier kann ich euch direkt mal was richtig Geiles zeigen. Und zwar hier oben, also es geht extrem weit hoch. Hier wird ein riesen Kronleuchter hängen. Also ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach einem ganz, ganz großen. Ist wirklich sehr schwierig zu finden, aber das wird auf jeden Fall extrem geil aussehen, da bin ich mir sicher. So, und dann geht man hier einmal hoch. Und dann haben wir wieder so einen kleinen Flur, sag ich mal in Anführungszeichen. Und dann können wir einmal hier links direkt ins Badezimmer. Hier wurden die Türen auch schon weiß gestrichen. Das macht direkt einen ganz anderen Effekt, finde ich. Viel heller. Ich mache übrigens mal das Licht an. So, und das Badezimmer sieht so aus. Also, wenn man hier reinkommt, hier ist direkt das Waschbecken. Hier kommt aber auch ein ganz anderes hin, genauso wie die Toilette. Also, das wird alles neu gemacht. Und ja, die Dusche finde ich super. Das Tolle ist, hier hat vorher eine ältere Dame gewohnt und hier wurde dann vor kurzem erst so eine Sitzfläche hingebaut. Also ich kann mich beim Duschen hinsetzen, das ist mega geil. Ja, sehr schön hell hier drin. Hier habe ich ganz viel Platz, um irgendwelche Sachen abzustellen, meine ganzen Kosmetiksachen. Da ist auf jeden Fall genug von da. Und ja, hier kommen dann noch ein paar Schränke hin für Handtücher und so weiter. Hier oben auch wieder eine Ablage. Sowas ist mir immer extrem wichtig, weil ich einfach gerne dekoriere und nie genug Platz hatte für Deko.
und hier ja nochmal irgendeinen Platz, um irgendwas abzustellen. Dann, wenn man vom Badezimmer geradeaus geht, sehen wir schon hier mein Bett, was ich gekauft habe. Und zwar habe ich es bei Ikea gekauft. Ein wunderschönes Bett. Ihr werdet so ausrasten, oh mein Gott. Das sind noch die Matratzen und so weiter. Und das hier wird mein Dreh- und Arbeitszimmer. Ich vergesse mal, das Licht anzumachen. So, und hier, das alles wird auch weiß. Also es wird so wunderschön. Es ist halt eine Altbauwohnung und oh Gott, ey, ich wünsche, ihr könntet das live sehen. Es wird so wunderschön. Ich freue mich einfach tierisch. Ja, auch hier kommt so ein beige-grauer Boden rein. Genauso wie hier. Es wird alles rausgerissen. Mein persönliches Highlight ist auf jeden Fall das Schlafzimmer. Ich finde es einfach nur toll. So, da seht ihr schon mich. Und ja, das sind die Türen von diesem Schrank hier. Die wurden jetzt auch schon mal ein bisschen weiß gestrichen. Und ich zeige euch das mal von hier. Also, hier ist eine komplette Schrankwand. Das heißt, endlich genug Platz. Und meine Eltern haben auch nicht mehr genug Platz in ihrem Kleiderschrank. Hier ist das Brautkleid von meiner Mama. Das Tollste ist natürlich, dass ich hier direkt einen Balkon habe, wo ich morgens rausschauen kann. Und ja, ich schaue direkt schön in einen Baum, also Natur um mich herum. Das Bett wird dann genau hier stehen. Boah, das sieht total komisch aus mit den Spiegeln hier. Also das Bett wird hier stehen und daneben natürlich zwei Nachttischchen. Und ja, hier würde ich gerne so einen Sitz, so eine Sitzbank hinstellen. Und ja, ich glaube, das war's schon. Also das waren schon 94 Quadratmeter. Es ist sehr verwinkelt, aber das finde ich total schön. Und es ist so alt alles, aber wir machen alles neu. Und ich bin einfach so gespannt und ich freue mich so, euch das zu zeigen, wenn es fertig ist. Und ich gucke hier gerade raus und es schneit. Oh mein Gott, ja. Ich hoffe, das Video war nicht ganz so langweilig für euch, weil ihr euch das vielleicht noch nicht so richtig vorstellen könnt. So über Video ist es immer ein bisschen schwierig, das alles aufzufassen. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt und wenn das der Fall ist, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr euch genauso auf die Wohnung freut wie ich und darauf freut, sie endlich fertig zu sehen, dann gebt dem Video auch einen Daumen nach oben. Ja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!